Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 Gegenschlag auf Seiten der Sowjets Remastered. Ganz genau, liebe Leute, und wir haben beim letzten Mal diese coole Tesla-Mission hier abgeschlossen. Schocktherapie. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt einfach mal weiter in mit die vorletzte Mission hier. Der jüngste Tag. In Spanien. Vergeltungsschlag. Interessant. Interessant, Leute. Würde ich sagen, lesen wir das mal vor. Eine radikale Splittergruppe unserer Streitkräfte hat eine biologische Waffe gestohlen und will sie gegen Stellungen der Alliierten einsetzen. Da die Waffe extrem instabil ist, kann sie uns alle vernichten. Oh mein Gott. Zerstören Sie die Anlage, doch erst nachdem Sie die Waffe neutralisiert haben. Oh, so, ich musste kurz gehen. Vernichten Sie die Verteidigungsanlagen der Insel und schützen Sie anschließend unseren Wissenschaftler mit Volkov. Ah, okay. Um zur Forschungsanlage zu gelangen. Sollte einer von beiden getötet werden, bevor die Waffe neutralisiert wurde, gilt die Mission als fehlgeschlagen. Sobald der Wissenschaftler seinen Auftrag erledigt hat, muss die Basis zerstört werden. Ach, verdammt. Okay, kurze Pause. So, da bin ich wieder. Wie ihr gehört habt, euch hat an die Tür geklopft. Ja. Zerstören sich die Stromzufuhr der Tesla-Spulen. Aha, Leute. Oh, liebe Kacke. Okay. Die Stromzufuhr der Tesla-Spulen, aber die... Da sind doch die... Moment. Aber die kann man doch outrangen. Die kann man doch outrangen. Ja, ich wollte gerade... Ach du... Was zur Hölle? Das sind gegnerische U-Boote. Das ist interessant. Das ist jetzt gerade... Was zur Hölle war das denn? Was war das? Das war mein eigenes U-Boot. Oder was? Ja. Irgendwie mysteriös gerade, ja. Okay, ich dachte, das wird so eine coole Mission hier. Aber nö, ist nicht... Ach, verdammt, Leute. Gut, egal. Wir müssen auf jeden Fall die Energieversorgung platt machen. Okay. Schön aus der Reichweite und Feuer. Perfekt. Leute, so, Verstärkung. Oh, Raketensilos. Infiltrieren Sie die Forschungs... Ah, okay. 10 Minuten. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ach, warum ist der da reinge... Verdammt nochmal. Warum ist der da reingerannt? Ist der denn des Wahnsinns? Ja, toll. Super. Verdammt nochmal. Ist der da einfach reingerannt in das Gebäude? Wie blöd kann man denn sein, ne? Komischer Wissenschaftler. Filtriert der einfach ein gegnerisches Gebäude? Naja, egal, Leute. Die Mission, die war ja noch nicht so... noch nicht so krass fortgeschritten. Ich frage mich jetzt gerade, wo die... So, da ist dieses U-Boot da. Mach das mal weg. Oder was ist was zur Hölle? Was zur Hölle? Mach dieses U-Boot weg. Ja, eins ist weg. Komm, kack drauf dann. So, dann schön aus der Range. Und kaputt machen. So. Und zack, sehr gut. Puh, dann gleich das gleiche nochmal hier oben machen. Weil wenn die auftauchen, dann schießt die Tesla-Spule, ne, denke ich mal. Und schön aus der Range fahren, genau jetzt. So, zack. Sehr schön, Leute. Mach diesen Tesla-Trooper da unten im Arsch. Geht das? Geht das? Kriegt ihr das hin? Das kriegt ihr hin. Sehr schön, Leute. So, okay, dann. Das ist Volkov, ne? Ja, Volkov. Okay, cool. Leute, dann. Dann würde ich sagen, macht das platt hier. So. Was ist das hier für ein Typi? Wissenschaftler, okay. Ja, gut, das kriegen wir aber hin hier. Was zur. Grenadier! Hör doch mal auf. So. Feigling. So, Leute. Dann den Tesla-Typi da wegmachen. Piu, 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 piu. Coole Einheit. So,
So. Piu, 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 piu. So. Cool. Ja, dann würde ich sagen, Wissenschaftler, komm mal rein hier. Da sind 5 Mannequin. Die kann ich aber mit den Raketen-U-Booten platt machen. Easy. So. Was? Die haben hier ein U-Boot weggenommen, diese Penner. Okay. Wisst ihr, warte, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, ne? Mach diese Flachs kaputt. Dem Typi. So, hier unten die auch. Interessante Mission, ey. So aufgeteilt in so 2 verschiedene Bereiche hier. So, zack. Jo. Rein da. Wissenschaftler, rein da, los. Moment. Ich speichere das Ding erstmal. Bevor das wieder falsch ist. Add-on. So. Aber das sollte doch passen, so. Komm. So. Zerstören Sie alle Flaggschiffe. Habe ich schon. Ich habe schon alle Flaggstellungen zerstört. Da könnte ich aber dafür noch ein bisschen scouten. Ja, warum eigentlich nicht? What the? Oh Gott. Da war noch ein Tesla-Typ wieder. So. Dann zack. So, mach die da unten im Arsch. So, den auch. So, perfekt. Da unten sind bestimmt noch ein paar Flachs, oder? Noch 3 Minuten. 3 Minuten? Ah. In Ordnung. Da sind noch Flachs, ich wusste es. So. Was zur... So, Verstärkung. Was? Ach du Heilige. Einsatz erfolgt. Bitte was? Bitte was, das war's schon. Was war das denn für eine Mission? Eine 5-Minuten-Mission, oh mein Gott. Okay. Was war das denn? Ernsthaft, vorletzte Mission, die ist in 5 Minuten erledigt. Okay. Bonusgalerie. Leute. Das ging ja echt schnell. Na gut, okay. Alles klar, dann haben wir das ja schon. Die war echt einfach, muss ich sagen. Also. Verstärkungen sind eingetroffen. Die war echt einfach, die Mission. Okay, letzte Mission, Leute. Aber erstmal Bonusgalerie. Hintergrundillustration des V2-Raketenwerfers. Der sieht geil aus, Leute. Der sieht richtig cool aus. Ja, nice. Cool. Gut, Leute, dann. Ja, bleibt uns nichts anderes mehr übrig, als in die letzte Mission hier reinzugehen. Einsatzbesprechung, ja. So, zack. Jetzt. Ah, ich habe gar nicht vorgelesen, wie die Mission heißt. Ah, verdammt, wartet, das muss ich noch nachholen. Ja, verdammt. Egal. Die Alliierten haben Volkov gefangen genommen, um das Geheimnis seiner Konstruktion zu ergründen. Das darf nicht passieren. Zerstören Sie die 4 Radarstationen der Alliierten im Gebiet, damit wir Volkov mit unserem Equipment aufspüren können. Sobald er gefunden wurde, schickt der Wissenschaftler zu ihm ins Gebäude. Bringen Sie ihn zu unserer Transporteinheit, damit er über den Luftweg aus dem Gebiet geschafft werden kann. Zerstören Sie die alliierten Streitkräfte in der Gegend, sobald er in Sicherheit ist. Alles geboten. Oh nein. Sollten die Alliierten Volkovs Kontrollcodes herausfinden, muss auch er zerstört werden. Verstärkungen sind eingetroffen. Okay. Einsatzzeit. Krieg ich einen Bauhof? Bitte gib mir einen Bauhof. Nein. Ja, ach, verdammt. Ja gut, dann Hubschrauber platt machen. Los, mach diesen Hubschrauber platt. Ja gut. Egal. Verstärkungen sind eingetroffen. Da kommt noch mehr. Krieg ich einen Bauhof? Ich krieg einen Bauhof, sehr cool, Leute. Also wieder eine Basismission. Ach, Gott sei Dank. Die letzte Mission mit den Russen, Leute. Interessant, ja. Echt interessant. So, aber ich kann mir immerhin schon mal eine Basis aufbauen. Habe 1,5 Stunden Zeit. Ich weiß nicht, ob ich das da schaffe, aber... Mal gucken, Leute, mal gucken. So, das da hinten, das ist wieder eine Falle, ne? Ach du Heilige, was ist denn hier? Das sind Einheiten. Ja, sehr cool, so. Das kriegen wir schon hin hier. Los, das sind nur Alliierte. Ach du. Boah. Scheiß Sprengwagen, Mann. Boah, war das mies.
war das mies. Aber gut, Leute, nicht schlimm. So, wir haben 1,5 Stunden Zeit. Ich würde sagen, ich speichere mal den Anfang. Bevor wir das nicht schaffen hier und der dann am Ende weg ist. Ja, das war gerade doof mit dem Springwagen, wirklich. Na gut, egal. So. Ja, dann sammeln wir erstmal das hier ein, komm. Ach, dieser Hubschrauber. Verdammt nochmal. So. Und ja, liebe Leute, geht's euch gut soweit? Mir geht's sehr gut. Ja, Sonntagnachmittag. Muss morgen zwar wieder arbeiten, aber. Ja, was Mut, das Mut. Ja, Leute. Und, ja, aber jetzt erstmal hier. Erzählt mal, wie es euch so geht in der Krise, Leute. Eine Corona-Krise. Das würde mich sehr interessieren. Wie ihr durchkommt, wie ihr auch durchkommt. Und ja, ob euch das tangiert oder eher nicht. Erzählt ruhig mal. Würde mich, wie gesagt, sehr interessieren. So. Dann würde ich sagen, sind wir hier auf einer Insel oder was? Sieht so aus, ne? Sind wir hier auf einer Insel? Ach du Heilige, okay. Nein, sind wir nicht. Okay, gut. Okay, alles klar. Dann easy. So, da kommen wir auch nicht rein. Kommen wir da rein? Kommt er da rein? Wartet mal. Was machst du da? Ah, den Mammutpanzer kriegen das hin da. Ja, der kann hier rumkurven, cool. Ah, der kann sogar auch hier unten durch. Ja, okay. Dann. Müssen wir uns ein bisschen beeilen tatsächlich. Wir haben nicht viel Zeit, uns hier aufzubauen. Das heißt, Raketenwerfer bauen. Direkt, Leute, direkt. So, das ändert mich so ein bisschen. So ein bisschen, Leute, an diese eine Mission da in der Alliierten-Kampagne, wo wir da die Wolga hochfahren mussten, mit den Schiffen am Ende. Das erinnert mich so ein bisschen daran hier. Auch auf einer Insel, auch mit Zeit und, ja, kein Geld. Die Geldprobleme, die hatten wir da auch. So, bringt die Kohle rein. So, zack. So, eine Tesla-Spule da oben hin, eine hier unten hin. Und da passt das schon. So. Dann würde ich sagen, stell die Einheiten einfach mal dahin. Ach du! Eklig, eklig, eklig. Das ist eklig, Leute. Zwei Zerstörer. Mhm. Interessant. Gut, dann werde ich danach auf jeden Fall eine U-Boot-Werft bauen. Ist hier nötig, wie man sieht. Und dann hoffe ich mal, dass wir hier Raketen-U-Boote bauen können. So, wenn ja, dann ist die Mission echt einfach. Das ist so. Gut, jetzt kommen. So. Technologie-Center. Nein, nein, Quatsch. Erstmal Energie. So, erstmal ein Kraftwerk. Bitte. So, verteidigt habe ich mich. Ich weiß halt nicht, ob wir hier noch Flachs brauchen werden. Ich glaube es nicht, Leute. Ich glaube es nicht. Gut, wir haben noch eine Stunde. Beziehungsweise 20 Minuten, so schnell wie die Uhr hier läuft. Was können wir bauen? Wir können Tesla-Panzer bauen, Leute. Okay. Aber ich möchte gerne Raketen-U-Boote bauen. Darf ich das? Ich darf das. Oh mein Gott, wie geil. Okay, dann würde ich sagen, haben wir das Ding. Dann haben wir Raketen-U-Boote. Nicht schlecht, Leute, nicht schlecht. Und Tesla-Panzer. Oh, schaut mal hier, Leute. Wir können einen MAD-Panzer bauen. Die MAD-Panzer, die haben wir ja gesehen in der letzten Mission der Alliierten. Die einfach alles platt machen, was in der Nähe ist. Richtig geile Einheit, aber hier in diesem Fall jetzt irgendwie nutzlos. Hallo? Das macht doch. Da kommt er schon wieder. Ey, das ist doch nicht wahr. Kommt da wieder mit so einer Kamikaze-Einheit an, ey. Ein Drecksprengwagen. Na gut. Boah, wie weit können der schießen? So. Feuer deine Rakete ab, ey. So. Verdammt nochmal. So, wird der Sammler fertig. Sehr schön, Leute. So. Die Raketewerfer. Sehr, sehr gut, Leute. Dann zack. So.
Kommt der einfach mit Sprengwagen an? Das ist ja wohl nicht wahr. Der Raketenwerfer macht die Schiffe schön platt. Ja, das ist eine gute Sache. So, 1650, aber die sind halt echt nicht schlecht, ne? So, Tesla-Panzer. Drei Stück und drei Raketenwerfer. Zwei Raketenwerfer. Ah! In Ordnung. Gottes Segen! In Ordnung. Sehr cool. Ja, keine Chance. Deine Artillerie. Nix da. Weg. So, Gottes Segen hast auch wieder bei uns. Oh Mann. Dieser Soundtrack, den werde ich vermissen tatsächlich. Boah. Alter, Hubschrauber, mach den platt. Oh Gott. Oh Gott. Mach den Hubschrauber platt, ey. So. Da ist noch ein Schiff. Alter, was zur... Wer hat meinen Bau platt gemacht? Das ist ja wohl nicht wahr. Welcher Penner hat meinen Bau platt gemacht? Was zur... Was zur... Hä? Wer hat meinen Bau platt gemacht? Welcher Idiot? Und was ist... Hubschrauber, ja. Ist gut, Leute. Ist auch mal gut langsam. Dieser Hubschrauber. Ja, dann erkunde halt ein bisschen. Komm, du schaffst das schon. Ah, okay. Stalin wieder im Hintergrund. Das ist die Statistik. Oh Mann. Na gut. Leute, egal. Ich glaube, 5 Raketen-U-Boote reichen dafür erstmal. Ja, dann würde ich sagen, nehme ich mir die mal und fahre mal dahin. Raketenwerfer könnte ich eigentlich auch mal einen bauen. Die geile Mucke. So. Ja, dann hoffe ich mal, dass wir hier richtig liegen, ne? Wenn ich mit den Raketen-U-Booten hier hinfahre. Ja. Ich meine, dass der da mit Sprengwagen ankommt, finde ich nicht so lustig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut. Was will man da machen? Gut, dann bau einfach weiter Tesla-Panzer. Die sind mein Steckenpferd, diese Tesla-Panzer. So. Ja. Und einfach reparieren. So. Was zur... Warum... Fahrt ihr jetzt mal da hinten hin? Was macht ihr denn da? Keine Zeit zu verlieren hier. Was will der denn jetzt da mit seinem ganzen Scheiß? Also wirklich. Wieder kein Geld, ey. Das ist ja wohl... Gut. Einfach mal ein bisschen erkunden mit meinen geilen Raketen-U-Booten hier. Ja, verlieren können wir jetzt tatsächlich nicht mehr. Ja, wobei, theoretisch schon noch, aber... Ja. Der Gegner weiß ja nicht, wo ich bin jetzt mit meinen U-Booten, ne? Deshalb... Verlieren können wir jetzt tatsächlich nicht mehr. So, Raketenwerfer, dann fahrt mal da hinten hin einfach und macht dieses Schiff platt. Macht dieses Dreckschiff platt. Das sind sogar 2. Oh mein Gott, das kann ja wohl nicht wahr sein, Leute. Es sind sogar 2. Ach gut, aber... Stell das Mannequin dahin und dann die Raketenwerfer, ich meine. Man muss ja ein bisschen taktieren hier. So, zack, zack. Oh nein, 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 nein. Geh auf das Mannequin. So, Leute. Oh, wir brauchen Silos? Okay, dann... Tesla-Panzer. So. Gut, dann kann ich mit denen noch hier hoch. Ach, dieser Kack-Hubschrauber. Ja, ja. Das ist ja gut. Können die eigentlich auf Hubschrauber... Die können auf Hubschrauber schießen, bitte was? Das ist ja mega heftig, Leute. Die können auf Hubschrauber schießen, die U-Boote. Ja, dann zeigt mal, was ihr könnt, ey. So. Zack. Direkt weg mit dem Scheiß, ja. Okay, Leute, cool. Da brauchen wir einen Transporter, weil ich weiß ja nicht, was ich hier machen muss. Ach nee, was will der denn da? Verdammt nochmal. So, dann. Und da drauf ballern. So, perfekt. Perfekt, liebe Leute.
Oh nein, ich bin hier falsch. Ah ne, da ist eine Energie. Schaut mal da. Zack. So. Ich bräuchte eigentlich auch ein Flugfeld. Ich habe kein Radar. Ja gut, aber schau dich das an hier. Damit denen werde ich mal nach vorne gehen. Zack. So Leute, Tesla-Panzer. Oh, jetzt kommt er mit Gummipanzern. Okay, raus da. Lass mal die Tesla-Panzer die Arbeit machen hier. So, so, zack. Boah, das ist schon übel hier, ja. Gut, liebe Leute, wir haben die Hälfte der Zeit rum tatsächlich. Eieiei. Okay. Ja, das schafft ihr schon. Kommt. Macht den weg. Macht den Turm weg. So, zack, 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 zack. So. Ja, kommt. Hier ist die Basis. So. Und zack. Und zack. So, macht das kaputt. So. So, was muss ich jetzt hier genau machen, Leute? Da oben ist ein feindlicher Soldat. Moment, ich speichere das nochmal. Mission 16. Die letzte Mission. Da ist noch ein scheiß Sprengwagen. Ja, dann. Oh nein, wenn der jetzt in die Luft geht, der Spreng... Moment. Moment. Zerstören Sie die Alliierten... Zerstören Sie die vier Radarstationen. Damit ich für Volkov, okay. Vier Radarstationen. Kann ich das hier also platt machen, oder was? Dann kann ich das hier platt machen, ja. Wir brauchen Silos, okay. Da ist sogar... Dann... Dann... Aus sicherer Entfernung, so. Toll. Na gut, aber wir haben auf jeden Fall hier schon mal die Basis gefunden. Das ist doch schon mal etwas. Wir haben es auch platt gemacht, sehe ich. So sieht's aus, ja. Wir haben es auch platt gemacht, so. Was haben wir denn hier oben noch? Hier oben ist doch noch viel Karte. So. So. Ja, der geht sterben wegen dem Mannequin. Ja, schade. Okay. Oh nein! Meine schönen U-Boote! Drei Schiffe da oben, ey. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Man schießt die ab. Meine Güte. So. Dann lass die halt hier so hin. So. Einfach in den Weg schießen da so. Och Mann! Verdammt. Verdammt. So. Und lasst euch nicht von denen abballern, ey. Na gut, aber so viele Tesla-Panzer werde ich jetzt gar nicht mehr brauchen. Ich brauche noch Raketen-U-Boote. So. 6 Stück wieder. Cool, ey. So. So, diese blöden Drecksschiffe da oben. 3 Stück. So. Taucht unter. Und tschüss. So, und schön da in den Weg feuern. Ganz genau. So. Zack. So, ein bisschen Katze und Maus wieder spielen hier mit den Schiffen. Wenn die nicht selber auf Schiffe schießen können, dann müssen wir das halt so machen. So. Ein bisschen die verarschen hier, das macht doch auch Spaß. So, und weg damit. Und weg. Haust du ab? Haust du ab? Marineeinheit verloren. In Ordnung. Bestätigt. Haut der ab, ey. So. Sehr gut. Alles klar. So. Da ist mein Transporter. Für alle Fälle. Ich weiß ja nicht, was ich da oben noch brauche, ne? In Ordnung. So. Zack. Der setzt sich gar nicht erst in Bewegung, ne? Dann, easy peasy. So, dann. Du kannst helfen. Sehr gut. Dann mach den platt. Und ich habe kein Geld mehr, ne? Merke ich gerade. Ich habe hier keine Ressourcen mehr. Ja. Ich habe keine Ressourcen mehr. Okay. Gut. Wir müssen auf jeden Fall 5 Radarstationen platt machen. Mhm.
Vier-Radarstationen, meine ich. Vier-Radarstationen platt machen. Okay, verstehe. Wir haben noch eine halbe Stunde. Die Zeit wird langsam knapp, ey. Und die Aufnahmezeit auch, Leute. Die Aufnahmezeit auch. Aber was haben wir denn hier noch? Ich habe hier noch meine beiden Raketenwerfer. So. Hier haben wir Ach, ich wusste es. Ich wusste es! Ach, ihr seid doch blöd. Na gut, egal. Mach das Ding jetzt, mach das Zeug hier platt. Los. So. Dann diesen Bunker da wegmachen. So. 30 Minuten noch. So. So, dann mach das hier platt. Einfach alles platt machen, ne? Zu reichen, ja, kein Geld. Ja, es ist doch ein normales Problem hier, ey. So. Und dann zack, 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 zack. Mach einfach alles platt hier, so. Da ist das erste Radar von den Vieren. Verstehe, Leute. Hm, okay. Putz. So. Mach den Joe platt. Genau. Den Joe. So, dann einmal hier runter, bitte. Gut. Meine Fosse, ey. So, dann hier. So. Dann hier einfach reinballern. Da sind wir auch mal ein bisschen unfair hier. So. So, Wutz. Okay. Aber ich glaube, wir machen das gar nicht mal so schlecht. Das Ding ist halt nur... Wo ist der Eingang zu der Basis? Da ist der Eingang. Und rein, weg damit. So. Sehr schön, Leute. Gut. Ja, wenn wir das jetzt verkacken... Dann ist es tatsächlich auch meine Schuld, weil ja, ich habe mich nicht genug vorbereitet. Ne? Ich gehe einfach rein und bleibe mal gucken. So. So, dann hier. Ach du Scheiße. So. Ach du Heilige. Die reichen noch nicht. Meine Einheiten reichen nicht. Mach die platt da, los. So. Und dieses Radar. Oh Mann. Ich habe noch 23 Minuten, ne? Ja, super. Ah, danke. Das ist immer... Nee. So. Aber hey. Da ist er. Was ist das denn? Volkov. Volkov, Junge. Ach, du Scheiße. Aber er greift... Er ist jetzt instabil und greift alles und jeden an. Ja, okay. Gut, ich verstehe. Wo ist Volkov? Wo bist du, Volkov? Du sollst sie einfach platt machen. Volkov. Na, da unten. Oh, Scheiße. Scheiße. Oh, Scheiße. Ich glaube, das haben wir verkackt. Jetzt, wenn der Volkov hier ankommt. Scheiße. Der Volkov, der ist übel stark, Leute. Wie soll ich den denn... Den kann man auch nicht überfahren. Ja, toll. Leute, da kann ich jetzt auch wirklich nichts gegen machen. Oh, oh. Oh, oh. Ja, toll. Das schaffe ich nicht. Scheiße. Scheiße. Ja, jetzt habe ich den gegen mich. Ah, super. Leute, toll. Den kann ich noch nicht besiegen. Boah, den kann ich noch nicht platt machen. Ja, wobei, mit dem Raketen-U-Boot vielleicht. Wo ist das Raketen-U-Boot? Da ist das Raketen-U-Boot. Mit dem Raketen-U-Boot vielleicht. Wartet mal. Ja, lass den das platt machen. Ist okay. Mit dem Raketen-U-Boot vielleicht. Moment mal. So. Das Raketen-U-Boot. Wo rennt er jetzt hin? Das Raketen-U-Boot, das macht ihn jetzt platt, ey. Das wär's ja. So. So. So, Raketen-U-Boot. Oha. Leute, wo rennt der jetzt hin? Ach, diese Manneken. Ja, okay. Was ist das für eine Mission, ey?
Leute, ihr seid doch bescheuert. Ihr Einsatzfahrzeug bestätigt. Wir können ja nicht mehr verlieren. Yes, Sir. Moment. Zieh dir mal da hinten hin. Das wird jetzt ganz taktisch hier. Das wird jetzt ganz taktisch. So. Einheit verloren. So. Jetzt steht er da. Wenn ich jetzt mit dem Raketen-U-Boot gleich da bin. Wo ist das U-Boot? Wo ist mein U-Boot? Das ist jetzt meine letzte Hoffnung hier. Oh, ich bin auch schon am Folgenende angekommen. Verdammt. Ah. Aber letzte Mission halt, ne? Aber ich glaube, das schaffe ich, Leute. Wenn ich mit dem Raketen-U-Boot-Ding das platt mache. Ich glaube, dann habe ich ihn geschafft. So. Ja. Gut, Leute, aber trotzdem, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen und, ja, lasst die Glocke klingeln. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.